Hallo zusammen und willkommen zu meiner Overview 2022. Ja, wie jedes Jahr gibt es eine Overview und wie ihr wisst, ich habe letztes Jahr eine Overview gemacht, die ging über ein halbes Jahr lang und am Ende gab es sogar noch einen kleinen Rundflug durch meine Sammlung und ja, deshalb ja, gibt es dieses Jahr auch nur einen kleinen Rundflug durch die Sammlung. Es hat sich ja nicht wirklich viel verändert. Ja, es ist immer noch das Gleiche, außer hier und da habe ich ein bisschen was umgestellt. Ansonsten hat sich ja großartig gar nichts verändert. Deshalb nur ein kleiner Rundflug und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß dabei und fangen wir an. So, und anfangen wollen wir hier oben. Hier haben wir ein paar Funkos, hier irgend so ein Knautschball und hier ein kleiner Uhu, den man Schätzelsche gestrickt hat oder gehäkelt oder was auch immer. Dann hier oben ein Totekopf, ein blauer Panzer von Mario Kart. Ja, und dann hier Bücher, Bücher, Bücher. Aber darum soll es ja gar nicht gehen. Jetzt fahren wir hier rüber und hier kommt ein schönes Bild, das hat nichts mit Film zu tun. Aber ja, es geht nach unten. Hier Hellraiser noch in der VHS. Ja, die schöne Knochensäge hier, die mir der liebe Kai Au gemacht hat. Und hier der Zauberwürfel von Rod Lane. Auch richtig geiles Teil. Und da hinten, ja, die große Hardbox. Ja, und hier so ein Schwertchen, wo sich die ganze Pflanze drum winden. Muss ich sagen, passt ja eigentlich gar nicht zu Hellraiser, aber ich finde irgendwie doch, es hat was. Dann fahren wir hier runter, hier haben wir Xenoblade Chronicles. Oh, jetzt haben wir hier Kalischtje, ja. Moment, das können wir doch hier ändern. Jawohl. Eine Videospielreihe von Nintendo, keine Ahnung, wie das Entwicklerstudio heißt. Dann hier Ghostbusters mit Slimer, dem Höllehund, ja, und den schönen Steelbooks. Und hier runter geht das zu Jurassic Park und Jurassic World. Und ja, ganz weiter hier unten ein bisschen Fluch der Karibik. Ja, und dann kommen wir auch gleich zu den Filmen, die ich noch nicht gesehen habe oder die noch oder wenigstens ein paar Filme, die ich gesehen habe, aber jetzt neu in der Sammlung sind und ich die noch nicht gesehen habe. Hier aus dem Mystery Paket, die sind noch auf, ja, auf meiner Liste, die ich noch gucken muss. Und dann, ja, haben wir hier das Regal. Ah. Und hier auch, wow, in doppelter Reihe Filme, die ich mir noch anschauen muss. So, hier Videorekorder, PlayStation, 4K, Player, Dolby Atmos Soundbar mit Subwoofer, Nintendo Wii U, Switch, Fernseher und hier oben Breaking Bad. Das sind so Blechschilder von Display. Richtig schöne Teile. Und ja, fahren wir jetzt rüber. Und zwar zu den Filmen. Ja, wo fangen wir denn an? Ja, fangen wir hier unten an. Nur ein kleiner Schwenk hier zu den Kinderfilmen. Ja, natürlich der Schnaps muss bei den Kinderfilmen dabei sein. Dann hier rüber. Oh, wir fahren hier hoch. Und zwar hier die Serien und die stehen auch schon in zweiter Reihe. Meine Actionfilme. Hier auch nochmal Action. Hoch zu den Komödien, Liebesfilmen und so weiter. Alles, was da so in die Kategorie reingehört. So, jetzt machen wir einen kleinen Schwenk hier runter.
ja, hier Boxen mit Scheißdreck. Hier kommen immer die meine neuen Filme rein. Ja, alles, was ich gerade so neu bekomme. Hier hinten noch ein Paket, das muss weggeschickt werden. Hier noch ein paar Steelbooks, die ich so ein bisschen aussortiert habe, wo ich noch am Überlegen bin, kommen sie weg oder bleiben sie noch? Und eine Soundtrack-CD noch. Ja, hier unten Fantasy-Filme. Fliegen wir nur kurz drüber. Dann hier geht es dann weiter mit Dramen. Geht dann über in Science-Fiction. Hier oben dann auch Science-Fiction. Dann hier, wow! Hier gehen wir jetzt lang zu den Thrillern. Und hier seht ihr, das ist ganz neu, hier hinten in zweiter Reihe. Mal kann man ein Lichtchen anmachen. Hier habe ich die in zweiter Reihe geparkt. Das seht ihr auch. Hier ist kein Platz. Und hier habe ich jetzt ein bisschen Platz gemacht. Ja, mit Licht ist doch besser. Ja, hier drüben die Western. Habe ich nicht viel, weil ich eigentlich auch nicht, ja, das meiste so an Western ist nicht so meins. Dann gehen wir hier hoch. Dokumentation. Geht über in die Kriegsfilme. Ja, und dann fahren wir mal hier runter. Upp, hier unten. Ja, Underground, Independent-Filme, Amateur-Filme. Hier auch. Und dann geht's ab in den Horror-Bereich. Ja, okay, ein bisschen Godzilla ist da noch drin. Aber sonst Horror, Horror, Horror. Ja, hier die Special Edition von Blair Witch Project mit The Last Broadcast zusammen. Horror, Night of the Living Dead, die VHS-Edition. Ja, und hier fängt es nämlich jetzt auch schon an, dass ich hier in zweiter Reihe parken muss. Und ja, ist nicht so schön, da ich ja gar nicht weiß, was dahinter steht. Also wenn ich da wirklich jetzt irgendwie dran muss, ja, müsste ich erstmal gucken, was steht denn dahinter. Das ist doof, aber hier kann man jetzt schön sich ein bisschen was hinstellen zum Präsentieren. Das finde ich toll. Und hier oben die Blu-rays. Ja, und da wird es auch bald weitergehen mit ja, zweiter Reihe parken und so, gell? Wo machen wir denn weiter? Ja, hier oben. Und zwar, hier haben wir die Mediabooks hier von Kotobukiya, den Leatherface. Und hier Mediabooks, Mediabooks, Mediabooks. Das hole ich jetzt nicht extra alles raus. Dann fahren wir hier rüber. Hier haben wir auch wieder Mediabooks, die German Guinea Pig Box, Guinea Pig Box. Hier Tinboxen, Metal Packs. Und die Steelbooks. Und die Steelbooks sind hier gewischt. Und zwar seht ihr das da hinten. Die habe ich hier hinten ja unter das Brett gelegt. Ja, weil kein Platz mehr. So, fahren wir hier weiter rüber. Hier haben wir meine Tanz der Teufel-Ecke. Und Godzilla. Und hier möchte ich auch auf jeden Fall in Zukunft irgendwas ändern. Denn hier oben geht es nämlich weiter. Und es ist mir viel zu viel, aber ja, trotzdem shake. Ja, und jetzt mal gucken, ob ich da drankomme. Weiter hier oben. Hier die Hardbox, die große Hardbox von Voodoo. Und ansonsten Dawn of the Dead hier oben. VHS, VHS, hier noch ein Schädel, die große Box, mega geiles Teil, hier die schwarze VHS, oh. Danke an Wayne Schlegel, dafür ist das mega geil. Ja, dann gehen wir hier zu Alien über, hier wird sich auch noch einiges ändern in Zukunft, weil das gefällt mir so gar nicht. So, und dann hier oben
zu Star Wars. Hier oben eine LP, hier die VHS und hier auch die VHS in den Hardboxen. Und ja, die Steelbooks und die DVDs, die habe ich alle so hingelegt, damit ich die VHS hier aufstellen kann, weil ja, die VHS gefallen mir doch, ja, sind viel schöner. Und hier in der Mitte ein Star Wars Schild oder ein Ding da, ja, das leuchtet, wenn man da drauf drückt, sieht abends sehr schön aus. Und dann hier ein Kotobuk hier, so eine Sandleute ohne, gell? Und hier von Rogue One auch eine LP. Puh. Ja, das ist schwer hier. So, und jetzt sind wir auch schon fast am Ende angelangt. Und zwar haben wir hier unten meine Hardboxen. Hardboxen, Hardboxen. Und hier hinten seht ihr auch, da steht was. Und zwar steht da VHS. Da stehen VHS. Genauso wie hier hinter. Ich glaube, hier auch noch stehen auch VHS dahinter. Hier weiter Hardboxen. Und hier vom Mortal Kombat die VHS mit dem blinkenden Auge. Kleine Hardboxen. VHS. Ja. Viel zu wenig Platz, um alles ordentlich zu präsentieren. Ja, dann hier I Spit on Your Grave. Mit einem Autogramm. Dann Nightmare on Elm Street. Hier alle Mediabooks und Autogramm. Und hier zu meinem Schmuckstück zum Critter. So, gehen wir noch mal ein bisschen zurück. Nochmal hier alles in vollem Glanze. Ja, und das war meine kleine, aber feine Overview, mein Drüberfliegen, gell, über die Sammlung. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Es hat sich ja nicht viel verändert, im Gegensatz zum letzten Mal. Ja. Aber ja, nächstes Jahr wird es wieder was Großes geben. Und für alle, die noch keine Overview von mir gesehen haben, wenn ihr mehr sehen wollt, schaut einfach mal in die Playlist unter Overview. Da seht ihr einen Haufen mehr, was ich letztes Jahr alles gezeigt habe. Da habe ich ja jeden einzelnen Film hochgehalten. Und ja, nächstes Jahr mal gucken, was ich mir da überlege. Gell? Werden wir mal sehen. Und ja, dann war's das schon. Ja, eine kleine, aber feine Overview für zwischendurch. Ja, und dann würde ich sagen, danke, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Jahr zu der Overview und bis zum nächsten Mal. Das nächste Video kommt bestimmt. Ja, also dann macht's gut, wir sehen uns, euer Team.